Ah. Wow! Oh, ah, du wieder? Shit. Okay, das kam unerwartet, weil ich immer noch die ganze Zeit damit zu tun hatte. Ja. Weil ich immer noch damit die ganze... Okay, ich sollte hier vielleicht nicht unbedingt looten. Weil ich immer noch so fokussiert war, von wegen, macht das Ding auf. Okay, jetzt kann ich verschiedene Stockwerke. Kann das nicht mal sein? Okay, B1. Ah, lol, jetzt sind wir hier. Ach. Guck mal einen an. Weil du ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Echt? Zeig mal. Willkommen, Ethan. Hi. Ja gut. Ja gut, die kann ich mir nicht mal leisten. Halbautomatische Flinte. Naja gut, damit brauchst du jetzt mir auch nicht mehr ankommen, mein Freund. Ne? Was ich aber mal gucken wollte, ist wenigstens, wie heißt die? W870. Soll ich etwas für dich auswählen? Halt die Klappe, Mann. W870 war das gewesen. Verändert Rückschuss beträchtlich. Naja, das geht. Feuerradar wollte ich auch nicht. Irgendwas wollte ich. Pistole. Fuck. Achso, wegen Magazinkapazität. Aber das hatten wir, glaube ich, schon gefunden gehabt. Ne? Da werde ich, glaube ich, nicht großartig was machen können. Okay. Fertig. Hast du auch nichts vergessen? Ja, ich habe nichts vergessen. Das so richtig ist, wo ich hier hinfahre. Ach, von hier unten. Ah, so, ja, ich bin ja bescheuert. Von hier unten sind wir ja gekommen. Obwohl, das noch, warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Das Problem ist bei sowas, zumindest für mich, die Gänge sehen halt irgendwie alle gleich aus. Ach, okay, das ist die... Nee, doch, das war die Türe. Ach, dann sind wir hier wieder. Halt bloß ein Stockwerk höher. Und ich habe hier noch irgendwas übersehen. Okay, dann war ich an sich schon ganz richtig. Ich will jetzt aber ehrlich gesagt hier nicht noch großartig lange rumsuchen, also wieder zurück, weil ich muss den Aufzug ja nehmen. Okay, das ist B4. Zu B3 und B1 bin ich halt noch gar nicht hingekommen. Ne? Also wir haben die anderen beiden Stockwerke, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben wir schon abgearbeitet. Wo waren jetzt die Dicke nochmal gewesen? Leute, ich bin gerade vorbeigelaufen. Okay. B3 waren wir auch schon. Obwohl, die Fahrt ging nicht wirklich lange. Aber ich könnte mal gucken. Produktion. Okay. Ja, ja, eher wieder. Ich gucke mich hier erstmal um. Ich weiß, hier würden wir wahrscheinlich hinkommen. Wenn ich den Fahrstuhl noch ein bisschen weiter höher packe. Parke. Oder? Nee, müsste eigentlich noch weiter nach oben gehen. Ich noch einiges vor mir. Ja. Okay, runter. Vielleicht habe ich aber auch erstmal Ruhe. Ich meine, wo die Sache hinführt, wissen wir alle. Und zwar zu dem komischen Knusperkopf, den wir bisher noch nicht irgendwie besiegen können. Oder Schwachstelle rausfinden, keine Ahnung. Das wäre auch möglich. Für Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, ich kenne dich mal. Sorgt. Nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Oh. Ich muss sie vernichten. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. Sie arbeiten halt so fleißig. Ach, scheiße, ich wollte ihm da das Ding runterschießen. Geht doch.
Okay, passt. Oh, Pflanze, Gott sei Dank. Wisst ihr, was wir da gleich mal machen werden? Ich habe 3 Pflanzen? Okay, ich hebe mir trotzdem ein bisschen auf, ne? Also, nicht übertreiben. Inventar nicht zumüllen für später und so. Irgendwas wollte ich noch sagen, ich habe das schon wieder vergessen. Ey, ich brauche langsam echt Munition. Dass die hier keinen Fick an Munition haben, ist doch grauenvoll. Und weh, ich krieg hier nichts. Also, nichts Wichtiges. Au. Oh, fuck. Alter, warum machen die so übelsten Damage? Habe ich wenigstens den Ehen? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast doch bestimmt noch dein Videospiel auf. Alter, wenn du mal überlegst, wir waren bei über 100, ne? Oh cool, da geht's auch noch rein. Wir waren bei über 100 gewesen und jetzt einfach mal gar nichts mehr. Okay, Dietrich finde ich wieder cool, wenn wir für irgendwas Gutes gebrauchen, aber nee. So erfolgreich war das jetzt nicht. Ich hoffe bloß, dass der komische Kriechgang, Belüftungstunnel, keine Ahnung, mir irgendwas bringt. Okay. Werde ich das bereuen? Ich meine, ja. Aber würde ich mir davon ordentlich Muni kaufen können, wäre es schöner. Oder wäre da ordentlich Muni gelegen? Da wäre es noch schöner gewesen. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Zerkleinerungsschacht. Ich krieg halt Haufen Schießpulver, aber irgendwie. Ja. Ich weiß, ich kann mir noch Munition so herstellen. Da will ich vielleicht auch mal gucken. Aber das ist halt gefühlt wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Mein 20 Schuss haben wir noch. Das ist nicht wirklich viel. Das werde ich auch. Egal, was Ethan sagen wollte, habe ich 5 Minen? Noch mehr? Ah, la, 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 la. Wow, ich stehe so schnell wieder auf. Mach Beilung, von unten kommt auch einer, du Arschloch. Ich wollte einfach nur an dir vorbei. Ich dachte, okay, der ist in 2 Minen reingelatscht. Ich dachte, damit kriege ich den mal klein, Alter. Hilfe. Bloß das Problem ist, ich muss ja wieder. Oder ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie nach unten muss. Die werden mich nicht in Ruhe lassen, ne? Ich meine, notfalls habe ich noch den Granatwerfer, aber. Komm mal her, sei mal ein liebes Putt-Putt. Nein. Okay, warte, ganz ruhig. Ich vergesse halt, dass er nicht schnell zurückrennen kann.
Um Gottes Willen. Juhu. Großes, beschissenes Herz. Aber das Ding ist, was soll ich denn da unten machen? Also in der Mitte wird mir da auf jeden Fall da noch Rätsel angezeigt. Ich hoffe, hier kommen nicht noch mehr von denen. Du brauchst halt wirklich 3 Minen, um die wegzukriegen, wenn du es dir einfach machen willst. Ich meine, ich habe immer noch meine Notfallwaffe, aber naja, nicht um zielen. Ja, schmeiß doch. Ich muss es irgendwie anhalten. Du bist mir lustig. Wie soll ich das jetzt anhalten? Irgendwie anhalten. Ey, darauf schießen wird eine Springen. Oder? Okay, die Dinger machen auch nichts. Ich muss es irgendwie. Was meinst du mit, ist das die Stromquelle? Was meinst du jetzt, Mann? Even, sprich doch mal in ganzen Sätzen. Ich habe jetzt nämlich nichts gesehen. Ich habe mich bloß irgendwie, naja, versucht. Ich habe zumindest versucht, mich umzugucken. Und dann sagt er, ist das die Stromquelle? Das weiß ich doch nicht. Ich weiß ja nicht mal, was du gesehen hast, Mann. Oder meint er das? Ah, okay. Nee, ich habe es nicht kaputt. Hä? Oder sieht man bloß das aus einem bestimmten Winkel? Ach, da ist gar... Oh, das sah halt jedes Mal aus, als ob da irgendwas davor wäre. Ist es ja gar nicht. Ah, auch nicht blöd gemacht. Okay, wie komme ich denn jetzt da am besten ran? Ich müsste ja auf die andere Seite. Okay, dann kriege ich es auf jeden Fall angehalten. Das Problem ist bloß... Mein letzten 15. Schuss. Halt. Ja, Mann. Ich habe es auch verstanden, ne? Öffne Munition, das Ding herzustellen. Ja, ich muss erstmal auf die andere Seite kommen. Okay. Nur was erwartet mich jetzt da oben? Die Fabrik ist für mich ein bisschen... Gibt ja meistens irgendeinen Ort, den man vielleicht bei Spielen nicht so geil findet. Und bisher muss ich sagen, ist es leider der. Ich glaube, das merkt man aber auch. Nicht, weil es jetzt zum Ende zugeht und ich vielleicht gerne das Spiel beenden würde. So ist es nicht unbedingt, aber... Ja. Ich weiß nicht, habe ich ihn, glaube ich, jedem Riesiteil gehabt. Bei 7 bin ich mir nicht so ganz sicher, aber... Okay, wenn da irgendwas mit Horde war, dann war das mit Sicherheit da auch der Fall. Ist halt nicht so. Ist halt nicht so meins. Ich weiß, dass ich mir... Zeug herstellen kann, aber ganz ehrlich. Chemikalie, cool. Modellverbesserung. Modell Soldat Jet. Habe ein Jetpack und einen Kopfstabilisator auf ein Soldatmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experiment zeigen eingeschränkte Flugfähigkeiten. Langstreckenflüge nicht möglich, aber bereits erfolgreicher Flug durch zerklüftetes Gelände. Modellverbesserung, Soldatpanzer. Habe eine Schutzhülle aus Aluminiumlegierung an ein Soldatmodell herangebracht, am Brustreaktor und freiliegenden Gewebe zu schützen. Experimenten haben ergeben, dass er regulären Feuerwaffen standhalten kann. Panzerung zu schwach gegen starke Einschläge. Weiterentwicklung nötig. Yay, da weiß ich doch, wo es gleich hingehen wird. Karte der Fabrik. Ach, cool, cool. Okay, oberer Bereich. Ach du Scheiße, Alter. Okay, da kann ich noch hin. Wahrscheinlich muss ich da auch lang, oder? Oder vielleicht doch nicht. Wir gucken mal. Aber dass man hier in der gesamten Fabrik irgendwie gefühlt keine Munition findet, ist... Also zumindest nicht für eine normale Pistole. Schrot haben wir schon ein bisschen, aber sonst... Ist das... Nein, ist nicht. Schade. Ich dachte, Heisenbergs Räumchen... Okay, ich muss dann also wieder zurück zur Gießerei. Ich kann mir aber am besten
Okay, na, das, was aussah, sah eigentlich wie ein Schlüssel aus. Ganz ehrlich, das würde ich ganz gerne mal... Ich weiß jetzt nicht, ob wir zu unserem Dicken wiederkommen, dass wir das, dass wir dann da gleich hinfahren können. Ich könnte mir aber gut vorstellen. Ja, super. Wie soll ich denn hier vorbeikommen? Lüftungskanal. Und dann komme ich wieder zurück zur Fabrik. Ja, 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 war klar. Haben wir jetzt unseren Dicken? Kommen wir jetzt zu unserem Dicken endlich. Doch nicht. Doch nicht. Okay, vielleicht ist das wirklich so. Warte mal, ich muss hier hingucken. Vielleicht ist das wirklich so, dass wir den zumindest noch nicht antreffen werden. Ich habe davon schon, also, boah, ernsthaft, so. Ich habe davon schon einige mit Sicherheit übersehen. Obwohl ich nicht weiß, ob das mit dazu zählt, von wegen, wo noch rotes Gebiet ist, ne? Also. Weil wir haben ja eigentlich viel mitgenommen. Einige Sachen habe ich ja trotzdem von den Dingern übersehen, was mir nicht schade ist. Nicht einbrechen. Ja, geil. Ja, toll. Das so gewollt ist? Okay, ich hätte ich vielleicht noch versuchen sollen, weiter runter zu gehen. Toll, ich komme hier nämlich nicht mehr rein. Fehlt mir was? Hä, weil hier ist rot. Und das ist bloß der eine kleine Bereich. Ach, da! Okay, war bloß die Chemikalie gewesen. Schön, schön, schön. Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Armer Ethan, du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Okay, jetzt haben wir schon zwei. Versuch's doch. Weißt du was, ich öffne jetzt wirklich mal das Inventar, damit das Spiel mich in Ruhe lässt. 2 und 1. So. So. Sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Was wollte ich denn gerade sagen? Shit, er hat mich unterbrochen. Habe ich noch was übersehen? Ah. Nee. Jetzt verstehe ich, manche Kiwi kann ich ab und manche nicht. No. Ne? Siehst du? Ich weiß nicht, warum, also vielleicht hätte ich wirklich wo das dran gehangen hat, treffen müssen. Ich habe aber noch was übersehen. Wie viel haben wir davon jetzt eigentlich? Naja, auch nicht so viel, auch nicht so viel. Bleib mal dabei, ja, jetzt mal im blauen Bereich. Theoretisch zurückkommen. Ich dachte aber eigentlich, die Gussform wäre so gewesen, okay, da kann ein Schlüssel, da kommt ein Schlüssel raus und dann können wir in Heisenbergs geht noch weiter. Gemächer. Ja, sicher. Sicher. Man muss ja unbedingt noch eine Riesenfabrik hinstellen. So. Falls man da überhaupt einen Schlüssel rauskriegt, weil Heisenberg scheint ja nicht hier zu sein. Ah, da brauche ich. Ich krieg da einen und denselben Schlüssel von. Heißt also, kann ich den rufen? Ich kann ihn wahrscheinlich rufen. Wie gesagt, Gießerei, dann Heisenbergs Versteck, Unterschlupf, keine Ahnung. Ich will ja wissen, was der da auch hat. Und dann, glaube ich, langsam Folgenende. Also ein bisschen was haben wir uns noch vor uns.
so wie ich mir ausgerechnet habe, theoretisch müssten es noch 4 Folgen sein. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir halt noch nicht so wirklich großartig am Ende sind. War das B3 gewesen? Ich glaube schon. Also, dass es mindestens noch 2 Stunden dauert, aber was soll halt noch großartig kommen? Ja, die Fabrik hat jetzt noch ein bisschen gedauert, da sind wir aber, glaube ich, auch so gut wie am Ende. Dann noch Heisenberg und dann... Fragezeichen. Okay, war das... Shit, war das auch hier oder war das eins weiter unten? Warte mal, kam ich hier? Okay, speichert automatisch. Das hat aber nicht so viel zu sagen. Das war, glaube ich, doch eins weiter unten, oder? Shit, warte mal dann. Weil ansonsten wurde das eingezeigt. Heisenbergs Unterschlupf. Und ich muss sowieso in die Gießerei, die war eh... Die war eh ganz unten, oder? Entschuldigung. Okay, lass mal gucken. Steht jetzt hier Gießerei? Nein. Dann war ich doch... Halt, warte mal, was war da hinten? Okay, vergiss es, vergiss es. Es war die 3. Es wird wirklich langsam Zeit für Folgen ändern. Zumindest auch für mich, man merkt es, glaube ich. Okay, ab in die Fabrik rein. Das Räumchen finden. Okay, vielleicht doch nicht das Räumchen finden, weil hier komme ich gar nicht mehr durch. Hä, war das dann doch hier oben gewesen? Aber da konnte ich ja bloß... Ich muss halt irgendwie da hinkommen. Hier den Tunnel, da komme ich aber bloß wieder dahin. Ach ja, als ob du so ein schweres Leben hättest. Weißt du, du sitzt die ganze Zeit nur da. Oder ich muss über den 4. den 3. Das hatten wir ja auch schon gekriegt gehabt. Über die Tür. Ah, stimmt. Und dann sind wir wieder oben, nach oben gelatscht, ne? Sieht mich dunkel. Hm. Hier ist ja auch irgendeine fucking Maschine durchgewütet. Okay, das... Nehme ich zurück. Nehme ich zurück. Das ist hier nicht durchgewütet. Shit. Ich meine, ich kann ihn ja getrost links liegen lassen, ne? Es versperrt mir ja theoretisch nicht den Weg. Ich muss halt einfach bloß wieder... Da ist die Gießerei, da wollte ich ja die ganze Zeit auch hin. Aber aber wie? Bin ich denn da nochmal hingekommen? Okay, hier geht's wieder runter. Das ist, wie gesagt, ein bisschen verwirrt, aber das würde ich ganz gerne noch machen wollen. Okay, hier war es zumindest nicht. Hä, bin ich jetzt bloß einmal im Kreis gelaufen? Alter, der Weg dahin. Okay. Neuer Bereich, sieht ganz gut aus. Maschinenraum. Aber wieder nicht die Gießerei. Aber ich habe eine kleine Treppe hier nach oben. Vielleicht war es das. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt komplett falsch latsche, aber ganz ehrlich, es fühlt sich richtig an. Wenn ich denn hier irgendwo mal ankommen würde.
Warte. Lol. Lol, vollkommen übersinnen. Aber ich glaube, ich wurde ja zu dem Zeitpunkt noch gejagt, ne? Nee, nee, nee. Warte, hier ist doch noch ein kleiner. Einfach hier geradeaus. Okay, warte. Schlüsselkrokodil, dann müsste das wirklich der Schlüssel zu Dings sein, ne? Ich wollte gerade sagen, Frage ist nur, kommt der jetzt? Und ich scheiß mir hier ein, weißt du, zwei Schüsse. Okay, Heisenberg-Schlüssel, sehr schön. Den brauchen wir, glaube ich, so oder so. Da haben wir noch einen Schalter. Okay, gut, war nicht der einzigste. Scheiße. War nicht der einzigste gewesen. So, gucken, was wir hier haben. Weil den Pferdekopf haben wir eh nochmal. Und wir müssen eh nochmal irgendwas bei dem Ding. Siehst du, ich bin ja bescheuert. Wir müssen, werden gleich das nächste Ding reinhauen können. Ach, na klar. Warte. Wird wahrscheinlich nicht ausgereicht haben, ne? Oh. Die leben halt alle noch. Du doch her, Mann! Weiter, bleib stehen! Schau, mein Junge! Ich sag mir nicht, hier gibt's nicht großartig weiter mehr. Och nö. Hier gibt's echt nicht großartig weiter mehr. Obwohl, hier ist zwar noch rot, aber... Ich sehe kein Geblinkere. Gar nicht. Oder ich habe schon irgendwas aufgenommen, weil ich habe jetzt bloß wild durch die Gegend gedrückt. Muss ich mal dazu sagen, ne? Ich gehe nochmal in die Gießerei, werde das andere Ding gießen. Und dann gehen wir zu unserem dicken Kumpel. Und dann werde ich die Folge auch wirklich beenden. Weil ich glaube, die ist jetzt schon ein bisschen... Na, okay. Überlänge wahrscheinlich nicht. Ich kann mir das aussuchen, wenn eh nicht großartig Cutscenes kamen. Oder mache ich zumindest so, dass ich dann, wenn ich eine Stunde aufnehme, das ungefähr teile oder mehr wie eine Stunde. Ne? Ich hoffe, ich komme jetzt auch zu unserem Freund erstmal so schnell. Kugeleisernes Pferd. Für ein eventuelles Kugelspielchen. Wir da drüben halt noch einen Schalter haben. Ist der für irgendwas wichtig? Weil das fühlt sich halt wirklich so an. Warte mal, hier müsste Strom drauf sein jetzt, ne? Als ob wir hier wirklich hingemusst hätten. Okay, dann sind wir halt doch nochmal die halbe Fabrik abgelatscht. Dietrich, toll. Und wenn die alle runterkommen. Okay. Obwohl auf der anderen Seite noch irgendwas ist. Ich wollte gerade sagen, lass mal freilegen, Junge. Komm. Langer Lauf. Toll. Fuck, ich hab die falsche Waffe ausgerüstet. Ich verstehe das, Mann. Okay. Ich hätte gerne verstanden, was Heisenberg gesagt hat, aber nee. So nicht. Wo bin ich? Wie komme ich hier wieder raus?
Das war vollkommen unnötig. Das war vollkommen unnötig. Ich brauche jetzt erstmal bloß einen Speicherplatz. Ja, ich muss den ganzen langen Weg nochmal latschen. Ah, toll. Zwei Schuss aus dem Dings hätten gereicht. Komme ich da nicht auch hin? Ja, die Tür, aber die ist halt verrammelt, ne? Shit. Wollte ich gar nicht gucken, das war eigentlich nur aus Versehen gewesen. Oh Gott. Oder man kann sich's vielleicht nochmal anhören, wenn ich den Typen wegballer. Also, dass man das nochmal starten kann, damit man sich das in Ruhe auch anhören kann. Weil ich würde halt schon gern wissen, was da... Blöder Penner. Ich hoffe, die anderen steigen nicht auf. So, kann man das jetzt nochmal... Operationsprotokoll Wiederbelebung. Das ist mein 18. Versuch. Objekt ist Oscar, Stalljunge, 20 Jahre alt. Viel betrunken in einem Brunnen. Körper in gutem Zustand. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz und lebenswichtige Organe. Implantiere Kontrollgerät. Ausgezeichnet. Cadeau haftet sich an das Nervensystem an. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Leite jetzt Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Volt. Nein, doch. Ja! Großartig! Meine Kreation! Endlich! Endlich krieg ich dieses Miststück dran. Protokoll N. Okay. Das war wahrscheinlich sein Meisterwerk gewesen, um unsere gute Madame Dimitrescu. Oder hieß sie Dimitrescu? Keine Ahnung. Auszustechen. So, jetzt haben wir mal ganz kurz gucken. Hier kommen wir zur Gießerei. Ich muss wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit auf die Karte gucken. Aber ich würde halt gerne, wie gesagt, jetzt wirklich langsam mal zurück und bei unserem Ding speichern. Oh, sind das hier noch Teile? Lol, das sind wirklich noch Teile. Lol, das hat uns auch noch gefehlt. Fragt sich bloß, laufe ich jetzt hier wieder richtig oder nicht? Weil ich muss halt echt leider den langen Weg gehen. Wir haben zwar eine Kugel gekriegt, vielleicht kriegen wir nochmal so ein Kugelspielchen auf. Das wäre eigentlich ganz okay. Oh Gott, nein. Das war so scheiße unnötig schon wieder. Und jetzt habe ich, ja, das ist mein letztes Zeug, toll. Dann kümmere dich nicht um die. Einfach durch. Ich hoffe, ich krieg den Weg aber wieder noch vernünftig hin. Das Blöde ist ja, ich musste zu Heisberg, ne? Kaufmann, okay. Ach, du fick mich doch. Habe ich noch eine Mine? Ich habe halt. Cool. Ja, wollte ich jetzt aber nicht. Okay, ich habe noch 5 Minen. Ich weiß aber, das wird, glaube ich, bei ihm noch eine springen, oder? LOL! Oh, fuck! Ich komme nicht durch, komm nicht durch! Ich sehe nichts, Mann! Renn, Alter, renn! Leute, mit der Mine konnte ich. Das habe ich die ganze Zeit gar nicht begriffen. Die Dings sprengen. Ich komme hier nicht durch. Fick dich doch.
Beruhig dich, Ethan. Ja, geil. Aber trotzdem. Ich habe ja vergessen, der lange Weg, der war ja zu gewesen. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich damit begnügen. Oder auch nicht, er beruhigt sich wieder. Okay, okay, okay. Jetzt komm um die Ecke, Mann. Ich meine, wir haben einiges zum Verkaufen, aber wie komme ich denn jetzt nochmal zurück? Ich will es halt auch nicht übertreiben mit der Folgenlänge, ne? Ich will halt gerne bloß zum Kaufmann, aber wir müssen halt, ich muss halt, was weiß ich, wo rumlatschen. Und ich lasse es trotzdem weiterlaufen. Wenn irgendwas Spannendes passiert, dann kann ich mich ja trotzdem nochmal reinschneiden. Aber ansonsten will ich euch ehrlich gesagt nicht damit langweilen, dass ich Ewigkeiten den Weg zurücksuche, ne? Deswegen sage ich hier schon mal an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen beim Kaufmann wieder und dann mal gucken, ob wir aus dieser Scheißfabrik rauskommen. Also, bis denn. Ciao, ciao.